Hallo mein liebes Stier-Sternzeichen und herzlich willkommen zum Wochenausblick. Vielleicht hat das für den einen oder anderen hier von euch eine Bedeutung in der kommenden Woche. Und was ich euch hier mitteilen darf. Okay. Also, wir haben den Pagen der Kelche, 3 der Stäbe, 4 der Stäbe. Hier ist eine Person, die hat es vorher immer allen anderen, ja, gefällig getan. Ja, eine Person, die gerne mal auf Abruf steht. Und sich dabei komplett selber vergisst. 3 der Stäbe heißt jetzt umdrehen. Neue Dinge im Leben lernen. Ja, deinen Horizont erweitern. Nicht mehr länger für andere stramm stehen, sondern tatsächlich sich aus diesem, ja, Teufelskreis rausnehmen. Wieder zurück in die Freude, in den Genuss kommen. 3 der Schwerter, hier wirklich notwendige Einsicht gewinnen und dementsprechend auch von der ganzen Angelegenheit Abstand nehmen. Wenn du in der Vergangenheit, egal ob das jetzt als Kind war oder als junge, erwachsene Person, eher so die zurückhaltende Person warst und eher dafür gesorgt hast, dass andere um sich herum sich wohlfühlen und man sagt dazu mal gerne People Pleaser, ja, also wirklich gefällig sein, damit andere Menschen dich mögen, beziehungsweise du sogar in der Situation, wenn es sehr narzisstisch war, dafür gesorgt hast, die Gesichtszüge deines Gegenübers sehr gut zu kennen, damit Situationen nicht eskalieren. Das soll jetzt hier gelöst werden. Mit den 8 der Stäben kommt Beschleunigung rein. Der Mond fordert dich auf deine Sehnsüchte zu schauen. Auf deine Sehnsüchte, nicht die der anderen um dich herum, ja? Bitte nicht wieder zurückfallen. Mit dem Ass der Münzen kommt hier eine Chance aufs Glück, eine Chance auf Wohlstand, auf deinen Wohlstand wohlbemerkt. Mit dem Tod heißt es hier Adios auch bei euch, altes Leben. Hallo Wiedergeburt, hallo Liebe mit den Liebenden. 5 der Schwerter, innerlicher Konflikt, ja, und diese Erkenntnis, die kann wirklich für Kopfschmerzen sorgen. Das ist so dieses Erwachen aus einer sehr lange kreierten Blase, im wahrsten Sinne des Wortes, aus der du rausbrichst. In dem Moment, wo dein Verstand aufbricht und du einen neuen Horizont kennenlernst und den entdecken lernen darfst, dann kann das auch mal für Kopfschmerzen und auch für innere Konflikte sorgen. Das ist ein Prozess, der dauert, der geht auch nicht von heute auf morgen. 7 der Münzen, geduldig, langfristig, werden hier Ergebnisse erzielt. Wie gesagt, dein Wandel liegt hier mit den 2 der Münzen und mit dem Hermit darfst du auf jeden Fall in die Innenschau gehen, gerade wenn es anstrengend wird, ja? Werde dir gefällig, nicht den anderen. Schöne neue Woche.